Sei gegrüßt, Wesen des Universums. Heute geht es um einen jungen Mann namens Boris Kiprianowitsch. Mittlerweile müsste er 20 sein und es gingen auch bereits in der Vergangenheit Berichte über ihn durch die Medien. Dieser Junge behauptet von sich, dass er ein wiedergeborener Marsianer ist, welcher einen nuklearen Krieg und eine darauf folgende Katastrophe auf dem Mars scheinbar nicht überlebt hat und jetzt auf unserer Erde wiedergeboren wurde, beziehungsweise bereits vor 20 Jahren. Damals wurde er bereits als Indigo-Kind gefeiert. Ganz kurz, als Indigo-Kinder bezeichnen Anhänger esoterischer Ideen eine Gruppe von Kindern, denen sie ganz besondere psychische und spirituelle Eigenschaften und Fähigkeiten zuschreiben. Indigo-Kinder zeichnen sich außerdem über ein bereits vorhandenes großes Wissen über das Universum und die Menschheit aus, als auch einige empathische und paranormale Fähigkeiten zuzuschreiben sind. Boris war bereits sehr früh dabei, seine Mutter zu verblüffen, indem er nämlich schon im Alter von 2 Jahren sprechen konnte und ferner sogar mit seinen Eltern über Aliens und andere Planeten diskutieren konnte. Mit 2 Jahren, da habe ich noch in die Windel geschissen und konnte noch kein einziges Wort. Naja, vielleicht 3 Wörter. Aber dass ich mit meinen Eltern über Aliens und andere Planeten und das Universum diskutieren könnte, abgefahren. Darüber hinaus behauptet er, dass es dort nach wie vor Leben gibt. Jedoch haben die Marsianer damals die Möglichkeit entdeckt, wie sie ihren Alterungsprozess stoppen konnten. Und zwar im Alter von 35 Jahren, ich vermute mal Marsjahren, stagniert ihre Entwicklung und sie sind danach sozusagen semi-unsterblich. Wesen dieser Art sollen noch heute unter der Marsoberfläche leben und Kohlenstoffdioxid zum Atmen nehmen. Boris behauptet nämlich, dass der Sauerstoff die Zellen altern lässt. Daher haben sie die Fähigkeit entwickelt, Kohlenstoffdioxid zu atmen und infolgedessen nicht mehr zu altern. Boris sei damals bereits über das alte Ägypten geflogen, als er noch auf dem Mars lebte und hatte zudem auch Kontakt zu den alten Ägyptern und hat bereits damals die Erde besucht. Forscher haben ihn bereits als hochbegabt eingestuft. Ferner sagt er sogar, dass jeder Mensch unsterblich sei, da der Mensch, wie wir ihn kennen, nur die Hülle ist und die Seele selbstverständlich unsterblich ist und im Moment des Todes beginnt zu wandern. Project Camelot hat bereits eine sehr ausführliche Doku zu ihm einige Jahre zuvor erstellt. Link dazu gibt's in der Beschreibung. Mit 2 Jahren konnte Boris bereits lesen und schreiben und sogar malen. Er befindet sich nun auf der Erde, um zu helfen, da es kommende Ereignisse geben wird, die seiner Hilfe bedarf und nicht nur seiner, sondern auch einigen anderen wiedergeborenen Wesen, die sich hier auf der Erde befinden. Er sagte, das Leben auf der Erde wird sich signifikant ändern, nachdem die Sphinx entschlüsselt wurde. Laut seiner Aussage gäbe es einen Mechanismus hinter ihrem Ohr, den man betätigen müsste. Er wurde außerdem dazu befragt, ob er Angst vor einem Atomkrieg hat. Er verneinte das. Auf dem Mars hätte es so einen Krieg schon gegeben. Nun sei er überzeugt davon, dass er unsterblich sei. Seine Eltern glauben ihm. Die wenigen überlebenden Marsianer haben sich unter der Marsoberfläche angesiedelt und sogar neue Waffen gebaut. Seine Eltern glauben ihm, da er schon als kleines Kind von seiner Zeit auf dem Mars erzählte, ohne Hintergrundwissen dazu zu haben. Die Marsianer waren sehr viel größer als die Menschen, nämlich 7 Fuß hoch, liegt wahrscheinlich auch an der geringeren Anziehungskraft des Marses. Er zeichnete bereits in jungen Jahren erstaunlich detaillierte Planetenkarten unseres Sonnensystems von einer Position aus, die nur von einem Raumschiff aus zu sehen sein konnte. Es gibt diese Aufnahmen auf YouTube, wie er einige Fragen dazu beantwortet, die er gestellt bekommt, und seine Antworten verblüffen. Also auf mich macht Boris einen ziemlich intelligenten Eindruck. Es scheint jetzt nicht irgendwie ein Junge zu sein, der von seinen Eltern dazu angestachelt wird, irgendwelche Geschichten zu erzählen, um Berühmtheit zu erlangen, da er heutzutage auch nicht aufzufinden ist. Er sollte heute 20 sein,
Doch man hört gar nichts von ihm, außer dass jetzt im Moment wieder eine Medienoffensive zu ihm gestartet hat. Warum auch immer. Auf dieses Pferd bin ich jetzt auch erstmal aufgesprungen. Mich interessiert dieses Thema sehr, auch wenn ich nicht genau sagen kann, ob er nun wirklich auf dem Mars geboren ist, beziehungsweise auf der Erde wiedergeboren wurde und sich an sein bisheriges Leben erinnert. Seine Mutter ist übrigens Ärztin und bestätigte, dass ihr Kind bereits mit 15 Tagen seinen Kopf selbstständig hochhalten konnte und bereits das erste Wort Baba mit 15 Tagen sprach. Mit 4 Monaten hat er bereits andere Wörter gekannt und nach 1,5 Jahren konnte er sämtliche Überschriften in Zeitungen lesen. Als er in den lokalen Kindergarten gehen sollte, haben seine Betreuer sofort bemerkt, dass mit ihm etwas nicht stimmt, beziehungsweise er außerordentlich intelligent sei und mehrfach sogar seine Betreuer berichtigte. Das hat sich dann in seiner Schullaufbahn noch fortgeführt, was dazu führte, dass er dann privat zu Hause unterrichtet werden musste. Was daraus geworden ist, ist leider unbekannt. Mich würden die Lehrer interessieren, die er versucht hat zu berichtigen, beziehungsweise dessen Aussagen er von Kindesbein an widerlegt hat. Wenn ich mir sein Gesicht so recht anschaue, hat er einen ziemlich entschlossenen, entspannten, aber auch etwas frechen Gesichtsausdruck. Aber in keinster Weise ängstlich. So einem Gesicht kann ich schon Glauben schenken, muss ich sagen. Boris sagte übrigens auch, dass in der Pyramide von Gizeh noch Geheimnisse schlummern und wenn wir diese entschlüsselt haben, werden wir etwas sehr Großes dort finden. Das menschliche Leben wird sich ändern, wenn die Sphinx geöffnet wurde. Der Mechanismus zum Öffnen der Sphinx soll sich irgendwo hinter einem Ohr befinden. Aber er konnte es nicht mehr so genau sagen. Aber präzise genug, um vielleicht jemanden dorthin zu entsenden und es auszuprobieren. Es sind bereits zahlreiche Artikel zu ihm im Internet zu finden. Nur leider gibt es kein wirklich bestätigtes Bild von ihm, wie er heute aussieht, geschweige denn irgendeine Nachricht. Dieses Bild habe ich von ihm gefunden, allerdings unbestätigt. Die Diskussion über ihn wird wohl noch ein bisschen weitergehen. Ich versuche euch auf dem Laufenden zu halten und wenn es etwas Neues gibt, werde ich dazu ein Video bringen. Ganz irdisch ist die Firma SpaceX. Ein Raumschiff soll mit der ebenfalls geplanten Megarakete namens Big F***ing Rocket, kurz BFR, allerdings erst 2024 bis zu 120 Menschen auf den roten Planeten bringen können. Das geplante Raumschiff könnte künftig auch die internationale Raumstation ISS und den Mond anfliegen. Spätestens da wissen wir, ob der Wolgograder mit seinen Visionen nahe an der Wirklichkeit war. Wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben und falls du es noch nicht getan hast, ein Abo mit der dazugehörigen Glocke, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Ich habe außerdem auch eine Facebook-Seite, auf der ich zahlreiche Links über Paranormales, Politisches, aber auch Satirisches zum Besten gebe. Schau doch mal rein. Des Weiteren wünsche ich dir noch einen wunderschönen guten Tag und denk immer daran, das Universum bist du. Fang bei dir an. Peace.